Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Deutschland Schnauze. Video auf meinem Kanal. Heute sind wir in Bochum, ja. Bochum Mitte, bei einem Smash-Burgerladen. Das ist ein besonderer Burgerladen. Also ich sag dir, also auch für euch Freunde, so diesen Burger habt ihr noch nie gesehen. Ich sag dir das. Ich habe Sammy gefragt, ey, was ist dein Lieblingsburgerladen hier? Und wir sind jetzt hier bei Double G's angekommen. Der sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Die haben coole Pets. Ich habe gesehen, die machen mit Toastbrot und so. Lass mich überraschen. Das ist geil. Okay, der Laden ist auf jeden Fall unscheinbar, sieht aber cool aus. Auch hier so mit den Graffiti. Der hat das so auf Dings angelehnt, so auf Amerika so. Ne, da sind ja die ganzen Dinger so. Ich finde, der sieht cool aus. Der sieht charmant und charakteristisch aus. Lass uns einmal reingehen. Wir bestellen was. Yes. Oder wir bestellen alles einfach und essen ein bisschen was. Ich bestelle einfach was. Ja, okay. Boah, du musst mir jetzt ein Bombenessen machen, ja? Guck mal. Max doppelten Burger, also doppelten Patty. Also ich verstehe die Frage nicht. Mach ein Double G. Kannst du auch diese Loaded machen, wo du diese Pommes... Ich mach dir auf jeden Fall von jedem etwas dazu. Eine vegetarische Sache. Auch noch, ja. Ich hab Veggie Bites und Veggie Burger. Beides. Lasst euch überraschen, ja. Ich mach euch von allem etwas, ja? Wir zeigen euch jetzt einmal, wie alles vorbereitet das wird und dann erzählen wir alles. Jetzt zeig mal den Chef hier. Assalamu alaikum. Alles klar? Alles Beste bei dir? Ja, Alhamdulillah bei dir. Bei mir auch, danke. Welches Produkt macht dein Laden aus? Also welches Gericht bei dir macht dein Laden aus? Würdest du sagen, das ist unser Highlight? Mal ehrlich zu sein, das ist der Double G Burger, ja? Den hast du mir auch bestellt, oder? Ja, okay. Dann gucken wir, was ein Double G Burger kann, Bruder. Vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich auch. Ja. Also wir fangen erstmal mit den Pommes an. Jetzt fragt man sich, wieso Wellenschnitten-Pommes? Wir dachten, wir wollten einfach mal was anderes haben. Darauf kommt dann unsere eigene Gewürzmischung. Ich weiß nicht, diese Argumentation mit, wir wollten mal was anderes haben, so, wir wollen einzigartig sein und so. Das zieht nicht, wenn dadurch dein Produkt schlechter wird. Wenn du weißt, du hast was Besseres, so wie normale belgische Pommes zum Beispiel, normale Anführungszeichen, aber das sind zum Beispiel die besten. So, und dann kannst du nicht sagen, ja, ich nehme das hier, weil das irgendwie weniger vorkommt und einzigartiger ist. Aber im Endeffekt sollst du das holen, was besser schmeckt, oder nicht? Die geheim ist auch, um das ein bisschen pikanter zu gestalten. Wir kommen dem Big Mac nahe. Wir belegen ihn mit Grünsalat, Zwiebeln und Gurken, aber mit unserer eigenen Burgersoße. Das ist die Secret-Soße, so dass das eine gewisse Balance zwischen Fleisch, Salat und Brot hat. Ne? Er hat jetzt die Fries reingetan. Warum? Weil jetzt daraus eine Loaded-Variante entsteht. Das ist einmal der vegetarische Burger mit der Veggie Bites. Sehr gut. Die Zitrone direkt schon drauf zu machen. Ich rate, den ganz weiter hinzustellen kurz, weil vegetarisch. Das ist mein Humor. Dann gibt es einmal hier den Single G, den Double G mit den normalen Wavy G. Das ist natürlich unsere hausgemachte Soße, die machen wir seit Jahren selber. Jetzt haben wir hier das letzte, das ist ein Upload vom letzten Monat. Boah, damit hast du dir jetzt Sympathie aufgefallen. Boah, Bruder, ich sag auch dir, so ein Ding, der immer so essen muss. Ich trinke diese Teile. Boah, ich die Dinger sowas. Hier trinke ich. Ich will einfach reinbeißen und dann essen. Boah, kennt ihr, also die gibt es auch in Kosovo sehr, auch zu jedem Essen bekommt ihr die. Und du beißt so rein, nur ein bisschen. Und dann holst du den Saft und machst den auf dein Gericht, so eine Pizza oder was auch immer du isst. Ey, das kommt böse, vertraut mir. Das ist Hack. Geheimhack von mir. Ich habe auch noch nie so Burger mit Toastbuns probiert. Also so, ja, Toastscheiben. Normalerweise ja nur Burger, normale Burgerbuns oder Briochebuns. Aber darauf hätte ich richtig Bock, weil das sieht richtig amerikanisch geil, so dirty Fastfood. Richtig nice. Aber die sind scharf, ne? Die sind ein bisschen milder. Guck mal, was ich gelernt habe. Guck mal, oder? Und dann machst du den Saft drauf. Ja, Mann. Boah, ich schwöre, das ist scharf, ja. Plus eins in den Chat. Danke dir, Bruder, ja. Boah, das ist scharf, ja. Seitdem ich diese Hot Chips immer gefetzt habe, boah, ich kann kein Schaf mehr essen. Bruder, also vom Aussehen her? Das ist echt geil, ne? Das hier ist der Double G. Beiß in deinen Burger rein. Dann geht deine Schärfe weg. Zeig mal. Ich habe meinen ganzen Burger auseinandergenommen. Das ist nur geil, ne? Ich sag ehrlich, das ist gerade perfekt mit diesen zwei Buletten. Ich sag, das ist zu wenig mit Buletten. Deswegen muss man Double G nehmen, sonst schmeckst du das nicht, weil es ich tue das, als ob ich mich auskenne. Ja, so ist auch hin. Du zeigst mir ja den Laden, Bruder. Das ist Smash. Das wird gepresst, glaube ich, ne? Komm, so ist es gut. Also auf den ersten Blick hast du mir einen guten Laden gezeigt, Sammy. Wie oft kommst du hier zu essen? Ja, wir sind schon oft hier. Ich muss sagen, ich habe diese Dinger noch nie probiert. Ja, dann machen wir das jetzt mal. Da ist kein Fleisch drin, ne? Ich sag, da ist Blumenkohl oder so drin, ne? Und trotzdem lecker. Mmh. Das schmeckt lecker. Okay, guck mal, ich sag dir, ich glaube, die Soße ist es aber. Ja, die Panade. Ja, und Panade. Das sind frittierte Blumenkohl. Boah. Ich sag dir was, wie Araber. Oh, da wär ich so raus, ne? Da wär ich so raus. Lass immer essen. Wir frittieren das, machen dann einfach Salz drauf und essen das so mit arabischem Brot. Brutal lecker. Was bist du für ein Landsmann? Ich bin Kurd aus Türkei. Okay, und wisst ihr das? Ja, einfach essen, ja. Ich höre doch keine Ahnung. Bruder, du musst also, wie wird das bei euch zubereitet? Gibt's das überhaupt bei uns?
Boah, ich bin so, ich habe keine Ahnung, ne? Okay, ich habe Ahnung von Essen. Ich, egal, was du mir auf den Tisch legst, ich esse das. Ja. Ich bin so gar nicht wählerisch und so. Das Brot gefällt mir richtig gut. Das ist nicht zu, also es ist auch nicht nur mit Fett vollgesogen, dass es so weich matschig ist. Der macht das als Test. Ich feier das wirklich. Ich hab noch nie so ein Foodtour gemacht, ne? So, aber ich feier das gerade. Echt? Guck mal, weil wenn du. Hörst du dieses Crunch? Checkst du? Bruder, das ist sehr wichtig. Ja, richtig, weil rede. Im Mund wird das so weich, verstehst du? Und wenn es weich wird, dann löst sich das auf und dann schmeckst du das wirklich diesen ja. Ich habe wirklich keine Ahnung, aber es schmeckt wirklich lecker. Du hast mir einen sehr guten Laden gezeigt. Also, ja, das ist so, man denkt, wenn man hier durchläuft, ich würde gar nicht hier essen gehen, man denkt so, weißt du? Ich sag dir ehrlich, doch. Ich finde den Laden schon sehr cool aus. So anders. Ja, du hast jetzt ein bisschen Angst, weil du denkst, es muss alles schickimicki aussehen. Muss es aber gar nicht. Ja, ich schwöre, ich dachte, da brauchst du so einen richtigen Tisch so mit voll viel Essen. So. Ich finde den sehr, sehr lecker. Aber Bruder, ich sage, mit einer Bulette ist falscher Ehrgeiz. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich ihn anbekommen habe. Mit zwei ist er für mich gerade genau so, dass man sagt, geil, du schmeckst das Fleisch ja, viel. Ja, das ist das. Im Verhältnis, weil das Brot ist auch sehr dick und ein bisschen härter, weißt du? Eine Sache muss ich machen, wir essen ja eh nicht komplett auf, aber ich muss einmal hier diesen Veggie-Ding machen. Also ich das ist jetzt oder so. Vegetarisch. Ja, sieht aus wie Kartoffel. Ich muss schmatzen, ne? Darfst du? Das schmeckt immer süß und sauer, oder? Bin ich doof. Süß und sauer? Oder ja, ich bin doof, ne? Nein, nein, du weißt noch nicht viel. Nee, ne? Ich feier aber so hart, wie er immer seine Drehpartner nimmt, der immer hops. Und jetzt hat er einen gefunden, der sich vor Kamera so ein bisschen so zeigt, so ich habe keine Ahnung von Food und so, und den nimmt der richtig hops. Ich bin sein Mensch. Ja. Das ist süß und sauer. Du hast recht. Ja, ne? Da ist eine Soße drin, die ist ein bisschen süßlich. Und was ist sauer? Hast du Zitrone aufgemacht? Mhm. Komm mal her. Ey, du kennst dich richtig gut mit Essen aus, ne? Ja. Wieso, weil ich fett bin? Nein, nicht weil du fett bist. Habe ja gesagt, dass du fett bist. Nein, ich mach Spaß. Er hat ja gesagt, wir sollen Zitrone hier drauf machen. Ich schmeckt das wie Fisch. Jetzt gucken wir mal. Du, wenn wie Fisch? Ich schwöre. Eigentlich bin ich für so Fotos gar nicht gemacht, weil ich habe keine Ahnung vom Essen. Ich bin so, wenn es cool aussieht, schmeckt es. Voila, die Zitrone hat mir gerade ein +3 Update gegeben auf diesen Burger. Mhm. Krank. Boah, das hat mir gerade einen Spritzer gegeben. Oder? Ich höre voll viele neue Sachen. Zeig mal, mach mal noch bei mir. Boah. +4. Sehr ehrlich. Auf normalen Burger +4, ich höre. So macht wirklich viel aus, ne? Verstehst du das? Die war richtig viel aus. Die macht das so. Das hätte ich nicht gedacht. So süßlicher. Also Spaß beiseite. Ich schmeckt wirklich lecker. Ich mag den Laden. Das Ding ist, in Bochum kannst du sowieso nicht viel essen. Du. Wieso? Hat man hier weniger Hunger, oder? Nee, aber boah, seit 3 Jahren, ne? Seitdem ich Videos mache, esse ich seit 3 Jahren nur noch draußen. Ich war gar nicht mehr zu Hause. Also Der Cashflow ist jetzt da, ne? Musst du nicht mehr zu Hause essen. Obwohl, Essen zu Hause ist eigentlich immer das Beste. Alles schon durch hier. Das heißt, du bist quasi nur noch unterwegs, draußen essen. Was ist dein komplettes Lieblingsessen, was du sagst, das kann ich immer essen? Burger. Ehrlich? Ja. Deswegen hast du mich auch zum Burgerladen gebracht. Das ist so zu viel Fastfood ist nicht gut. Mhm. Dieses Brot macht mir dieses Gewissen irgendwie weg, ja? Verstehst du? Das macht das so ein bisschen gesund. Ich weiß nicht warum, aber das Brot ist. Also schreibt mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Aber ich finde von Fastfood, rein Fastfood-technisch, ist das Essen, was man so am meisten essen kann und wo man sich auch dann nicht so schuldig fühlt, ist ein Döner. Nicht irgendwie so ein ranziger Döner, den es irgendwie in jeder Ecke gibt, sondern einfach ein richtig geiler, qualitativer Berliner Döner. So ein und fertig. Meine Meinung, schreibt mal eure in die Kommentare. Das ist doch der Urinbegriff von Fastfood. Hä? Das glaube ich auch, ich habe doch keine Ahnung. Du musst mal das hier probieren. Die Kombination aus Salat, Zwiebeln, Gurken und starker Call. Guck mal jetzt. Würdest du sagen, heute schmeckt er genauso, wie du sonst immer hier isst? Ja. Dankeschön. Ich habe jetzt den Single, eigentlich esse ich immer Double, aber der schmeckt wie immer. Ja. Ne? Oder ich muss sagen... Hau rein. Einmal ganz kurz. Die Soße ist Bombe. Aber die machen die selber, ne? Ich finde die Soße richtig, richtig lecker. An was erinnert dich das? Da ist auf jeden Fall, glaube ich, soweit ich weiß, mit haben Salat. Die da... Probier mal mit Salat. An was erinnert dich das? Gurkensaft mit reingemacht. Eigentlich Salat ist immer so ein bisschen Dekoration, aber da ist ja sowas wie Coleslaw mit drin, oder was? Was ist Coleslaw? Blauer Kraut? Sauerkraut. Was ist ein blauer Kraut? An was erinnert dich das? An Pommes mit Salat und Soße. Ja, nein, ich meine so also ein Gericht, voll bekannt. Big Mac. Muss mal kurz überlegen. Mhm. Eigentlich soll es wie Big Mac schmecken. Geil. Boah, Bruder, Big Mac habe ich, glaube ich, 26 Jahre nicht mehr gegessen. Wer bist du denn? 32. Oh, ich bin gestern 32 geworden. Alles Gute. Danke. Welches Essen geht auf mich, ja? Nein, okay. Okay. Ich schwöre. Ich feiere Salat nicht, aber so in dieser Kombi, so verfettet, komplett mit Soße überschüttelt, kann man machen. Das meine ich, das machst du dieses Gesunde wieder, weißt du? Hier ein Patty drunter, dann die Soßen, Salat und Dings da, das wäre so heftig gekommen.
So kriegt man das hier eigentlich auch? Okay. Anscheinend kriegt man das hier so eigentlich auch. Wenn ich nochmal hierher kommen würde. Würdest du? Ja, 100%. In Bochum, wenn ich hier in Bochum bin, 100%. Der hat mir richtig gut gefallen. Der war solide. Der fühlt sich auch nicht so verfettet und schwer an. Von außen knorrig, innen drin luftig, fluffig. Hm. Und wenn du beißt, da geht so easy durch, wie Butter da bist. Safe. Ich würde den hier bestellen mit diesem Salat, aber dazwischen noch ein Patty. So auf Fettsackmodus. Die würde ich auch bestellen, diesen Maximum. Ich würde sie nicht nochmal bestellen. Ich sag dir warum. Es sei denn, ich habe noch Salz dazu. Ein bisschen Salz wäre. Ja, das ist kein Salz, glaube ich, hier. Alles, boah, ich habe alles für dich organisiert. Okay, jetzt. Okay, gib mal her. Der hat eine Ausrede gesucht, der wollte einfach nicht gesund essen. Ohne Soße. Der wollte einfach nicht gesund. Bruder, er sagt einfach gesund, weil das ist frittierte, weißt du, wie viel Fett da. Blumenkohl? Ja, aber das ist ja mit Fett vollgesogen, Bruder. Das schmeckt nach Chicken Wings. Ne? Ist er ehrlich? Das hat einfach original gar nichts gemacht, dieses Salz. Ehrlich? weil diese Soße dazwischen war und so. Der Veggie Burger war sehr, sehr lecker. Die Patties waren sehr, sehr stark. Würdest du den bestellen? 100%. Ich würde sogar, bevor ich das bestelle, bestelle ich safe diesen Veggie Burger nochmal. Der war sehr gut, das Patty hat mir gefallen. Und die Dinger müssen auf jeden Fall. Mach das mal einmal. Beiß mal in die Mitte rein. Schütte das mal hier drauf. Boah. Du musst drücken. Wie eine Zitrone. Und jetzt beiß mal rein. Ich hab das noch gar nicht probiert, ne? Stark. Oh, wirklich stark. Sehr, sehr geil. Guck mal, ich sag dir ehrlich, wenn ich meine Brote mache, schneide ich die Dinger auf, mach alles raus und das Saft raus und lass nur die Peperonis drin. Machst du Brote? Weißt du warum? Ich liebe Sandwiches machen. Das Ding ist aber, das Wasser da drinnen macht das Brot so richtig weich und matschig. Deswegen fühle ich das nicht. Aber vom Geschmack her gerade war geil. Du hast voll viel Ahnung, ich schwöre, ich habe gar keinen Plan. Bei mir ist so ein Ding, ich esse einfach. Abo macht auch wirklich gefühlt jeden zweiten oder dritten Tag, bringt er ein Food-Video raus, Alter. Der ist richtig am Ackern, der Typ. Ne? Ich achte nicht drauf, ob das Brot weich oder hart ist oder ob das die Soße so und so. Ich esse auch einfach, aber ich denke laut. Checkst du? Also wir denken ja gerade laut. Das, was wir so gerade denken, während wir essen, sagen wir laut. Das ist krass. Wie mein? Das ist krass. Gut, ich mag das nicht. Du lachst mich gerade aus, ja. Nein, wir lachen zusammen. Boah, das Ding ist, am Ende des Tages muss es einfach nur schmecken. Das ist so die Hauptsache. Hast du recht. Alles in allem? Ja. Hast du recht, sag ich dir ehrlich. Manchmal, du isst irgendwas, du weißt gar nicht, was da drin ist, du genießt es einfach. Aber essen. Das Patty ist Blumenkohl mit Käsemedaillon. Was redest du? Ja. Danke dir, Bruder. Das Patty vom Gemüseburger ist Blumenkohl mit Käsemedaillon. Siehst du, das Süße ist das Blumenkohl und das Medaillon ist das Saure. Medaillon. Mir ist kalt geworden, das ist Jordans Jacke übrigens. Nein, Bruder, diese Jacke, die hat er aus seiner Tasche rausgeholt. Was redest du? Ich hab damit einfach diese Dings da. Ich sag so, Bruder, ist schon kalt draußen, ne? Weil hier gibt's gerade keine Sitzmöglichkeiten. Ich sag, Bruder, was soll ich mit der Jacke... Was soll ich mit der Jacke machen? Soll ich den hier machen und dann hier auf so ein Auto steigen und mich dran halten? Ich habe mir nochmal Gedanken gemacht und am Ende bin ich wirklich dazu gekommen, dass mir der Veggie Burger am meisten gefallen hat, weil ich bin... Und hier sind wir raus, Freunde. Danke fürs Vorbeischauen, danke fürs Zuschauen. Du hältst deinen Schnauz. Umarmt eure Eltern. Ciao.